Servus, liebe Leute. What I eat in a day. Ich bin jetzt kurz vorm Schwimmen, also es ist irgendwie kurz nach 6. Die Espressomaschine ist heiß gelaufen. Gönne ich mir auch an manchen Tagen, wenn es schön ein bisschen härter ist. Heute hält sich es aber im Grenzen, deswegen gönne ich mir mein Cappuccino dann nach dem Schwimmen. Das heißt jetzt vorm Training. Alles, was es gibt, ist, Achtung, Werbung, AG1 von Athletic Greens. Ja, und um den Elefanten im Raum gleich mal anzusprechen, weil ja viele unter dem Video geschrieben hatten, wo ich den Ermüdungsbruch hatte. Ja, du nimmst doch AG1. Warum hast du da Vitamin D-Mangel? Und ja, es gibt auch ja, das Vitamin D-Präparat von AG1, was ich in den Herbstmonaten auch benutze, aber halt im Sommer nicht benutzt habe und jetzt nach der Langdistanz noch nicht angefangen habe, wieder zu verwenden. Ja. War mein Fehler, muss ich zugeben, aus den Fehlern lernt man, jetzt bin ich schlauer. Wie so oft nachher. Ansonsten, klar, AG1 ist jetzt kein Ersatz für eine gesunde Ernährung, aber unterstützt dich halt und legt eine gute Basis. Und deswegen bin ich nach wie vor begeistert. Geht mega schnell, ihr habt es gesehen. Hier unter dem Link findet ihr das übliche Angebot. Auch mit dem Vitamin D vor für ein Jahr. Kostenlos bei der Bestellung eures ersten Abos dazu. Ansonsten mega flexibel, ihr könnt es auch einfach mal ausprobieren, 60 Tage Geld zurück zur Garantie. Und ja, jetzt im Januar, finde ich, zum Jahreswechsel, der eine oder andere sagt ja, ja, das mit dem Jahreswechsel ist Quatsch. Neue Routinen, ich tue mir schon auch leichter. Hier unter dem Video findet ihr wie immer den Link mit dem Angebot, 5 Travel Packs und den Jahresvorrat an Vitamin D zum ersten Abo. Fertig, jetzt geht's zum Schwimmen. Alright, oh, die Schwimmeinheit war dann doch irgendwie anstrengender als gedacht, vor allem für die Arme. Ich bin aber auch einfach ein bisschen angezählt, weil es 3 Tage hintereinander schwimmen. Gestern noch Krafttraining gehabt, auch von daher bin ich jetzt ganz zufrieden. 3 Kilometer waren es, Hauptset waren 4x300 mit immer weniger werdenden Hilfsmitteln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann so direkt vorm Schwimmen nicht zu viel essen, weil es sich dann doch irgendwie komisch anfühlt. Und dadurch, dass ich halt das Schwimmbad immer nur 6:30 bis 8 Uhr sozusagen so zur Verfügung habe unter der Woche, ist es halt auch keine Option oder nicht wirklich eine Option, noch früher aufzustehen. Von daher, ja genau, schwimme ich halt meistens nüchtern und habe damit aber ehrlich gesagt auch keine Probleme. Und wenn ich jetzt eine ganz harte Einheit schwimme oder eine was längeres schwimme, mache ich es auch oft dann einfach am Wochenende. Oder das sind halt dann so Situationen, wo ich halt dann doch sage, okay, ich esse noch irgendwie schnell einen Müsli-Riegel oder ich nehme einen Drink mit, in dem Kohlenhydrate drin sind. Das habe ich jetzt heute nicht gemacht. Heute habe ich nur Natrium mit dabei gehabt, ohne Carbs. Und genau, jetzt fahren wir heim und dann gibt's Frühstück. Nee, ich habe ja schon im Schwimmbad geduscht, ich muss nicht nochmal duschen. Frühstück ist relativ unspektakulär. Ich wiege mir so, also ich wiege es nicht jeden Tag ab, aber ich wiege es jetzt für euch ab, 50 Gramm von den feinen Haferflocken. Und das Ganze lasse ich dann kurz in heißer Milch quellen. Und da kommt schon die Schnitte drüber. Schön mit Haut. Hm, naja, so ist es. Schauen wir mal, wie viel das hier ist. 150 Gramm, weiß ich nicht. Und genau, das lasse ich jetzt alles ein bisschen quellen. Wenn das durchgezogen ist, mache ich ein bisschen Ahornsirup drüber. Und ein bisschen, das sind so Amaranth-Poppies. Manchmal besorge ich mir auch so Dinkel-Poppies, immer ein bisschen abwechseln. Und dann mal gucken, ob wir ein bisschen was Tiefgefrorenes noch haben, was die Früchte angeht. Okay, also den Älteren habe ich jetzt in den Kindergarten gebracht und für mich geht es jetzt ins Arbeitszimmer, ins Büro. Heute ist ein bisschen komisch, denn normalerweise trainiere ich eigentlich alles möglichst am Vormittag weg, dass ich den Nachmittag dann frei habe, um auch irgendwie mit den Kindern zu sein und noch die ein oder andere Bürosache zu machen. Heute ist ein bisschen anders. Ich habe heute Abend mit Schwalb ein kleines Swift-Event, von daher die zweite Einheit erst heute um 18 Uhr. Und jetzt einen langen Break dazwischen. Das heißt, für mich geht es jetzt hier an Rechner, Trainingspläne schreiben für meine Athleten, Überweisungen machen, Hotels buchen, Arbeit halt. Ne? Relativ unspektakulär. Vielleicht werde ich die eine oder andere kleine Salzstange snacken. Track ich aber auch auf jeden Fall. Ich track euch auch heute meinen ungefähren Kalorienverbrauch und auch die Kalorien und Makronährstoffe, die ich zu mir genommen habe. Ich mache das alles mit MyFitnessPal. Mit denen habe ich schon ein paar Mal gemacht.
kenne die App, finde ich eigentlich ganz okay. Wenn man das dann mal tracken müsste, ist halt immer schon immer ein bisschen Hustle. Man muss halt alles abwiegen dann, ne, um das schon einigermaßen genau zu haben. Aber die App kennt halt, wenn man den QR-Code einscannt, schon irgendwie die meisten Lebensmittel. Also von daher, wenn ich meine Ernährung so penibel tracke, dann mache ich es damit. So, vielleicht war es ein Tipp, mit dem der oder die ein oder andere was anfangen kann. Jetzt geht's an den Schreibtisch. Ich habe schon ganz gut was weggearbeitet jetzt und jetzt steche ich mich noch mal ganz kurz in die Küche, mache Omelette, dann haben wir noch ein paar Pizza, weil wir gestern Abend selber Pizza gemacht haben. Da ist ein bisschen was übrig geblieben und dann haben wir eigentlich unser Mittagessen schon easy fertig. Hier ins Omelette hatte ich gestern zu viele rote Zwiebeln geschnitten. Die Überbleibsel kommen auf jeden Fall mit rein, die werde ich jetzt noch ein bisschen andünsten. Dann haben wir noch ein bisschen, das ist jetzt nicht ganz appetitlich, aber noch ein bisschen. Es ist kein Katzenfutter, es ist Thunfisch. Dann ein paar Eier. Ich denke, wir essen jetzt zu zweit ja, 4 bis 5 Eier. Also nicht jeder, sondern insgesamt. Und genau, dann haben wir da schon mal eine ganz gute Mahlzeit. Und die Pizzareste hatte ich irgendwie mehr in Erinnerung, aber ich glaube, es reicht jetzt. Habe ja auch heute noch nicht so viel gemacht. So schaut das Mittagessen drauf. Wir haben ein bisschen Proteine durch die Eier und den Thunfisch. So wie sogar Pilze, Gemüse, Zwiebel, Gemüse. Also die Pizza von gestern als Kohlenhydrate. Mittlerweile ist es Abend geworden. Kurz vor 6, um 18 Uhr geht der Schwalbe Stammtisch-Ride los auf der Rolle. Ich werde wieder Salz zuführen, also Natrium zuführen und wird mir einen Mortenriegel gönnen. Die Auflistung seht ihr dann auch mit hier und genau, dann gibt es noch Abendessen. Abendessen steht jetzt auch an, Einheit ist erledigt. Ja, es sieht jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, wir haben vorhin schon besprochen, die Fotos von Donahey, die schauen immer ein bisschen komischerweise anders aus als das Ergebnis bei uns. Kartoffeln mit Polenta-Kruste, bisschen ja, Kräuterjoghurt dazu. Unspektakulär, nicht allzu aufwendig. Guten Appetit. Ich sitze gerade beim Schneiden des Videos und habe mir natürlich auch den Tag nochmal angeschaut. Bisher fehlt in der Aufzählung dann nur noch ja, mein letzter Snack des Tages. Ich habe mir Skyr gemacht. Was mir aufgefallen ist, dass ich an dem Tag echt ein bisschen wenig gegessen habe für das, was ich trainiert habe. Ich meine, die die Kalorienangaben bei den Sport, bei den Sessions ist halt ja, ne, ist immer ein bisschen vage, kann man die so genau sagen, wobei beim Fahrrad passt es schon auch einigermaßen. Ja, insgesamt merkt man oder merke ich halt auch daran jetzt, dass diese Gummibärchen oder auch die Schokolade, die man so zwischendrin mal gegessen hat, doch auch einiges an Kalorien, an Energie dann ausmachen, weil sie natürlich auch sehr dicht an Kalorien sind. Und da muss ich, denke ich, noch mehr mit gesunden Snacks immer wieder dazu, ja, einfach dann mehr noch essen. Ich bin jemand, der, ja, ich tue mir einfach schwer bei den Hauptmahlzeiten so viel zu essen, vielleicht auch, weil ich es einfach gewöhnt bin, so diese ständige Snackerei. Auf jeden Fall wollte ich noch die Makronährstoffe mit euch teilen. Ich bin mit dem Prozentsatz eigentlich ganz zufrieden, habe 55% Kohlenhydrate, 25% Fette und 20% Eiweiß. Und ja, ich denke, das ist eigentlich ganz gut. Für mich ist das Learning aus dem Video definitiv, dass ich bei den Hauptmahlzeiten noch schauen muss, dass ich immer noch mal so ja, 50 bis 150 Kalorien einfach mehr zu mir nehme da und dann vielleicht noch den einen oder anderen Snack noch zusätzlich im Laufe des Tages zu mir nehme. Und ich denke, dann bin ich da schon auf einem guten Weg. Also lasst mich gerne mal wissen in den Kommentaren, was so eure Eindrücke sind. Vielleicht auch, was ihr für Erfahrungen sammelt jetzt oder gesammelt habt in den ja, schon ersten 2 Wochen, sind schon 14 Tage jetzt ohne Süßigkeiten. Es sind doch auch einige gewesen, die dann gesagt haben, okay, sie machen mit bei der Challenge. Also lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie bei euch so der Stand der Dinge ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.